Herzlich willkommen zu der zweiten Sitzung dieser Einführung in die Satzsemantik. Wir werden uns hier mit den Arten sprachlicher Bedeutung beschäftigen. Wir haben uns ja in der ersten Sitzung darauf geeinigt, dass die Bedeutung von Aussagesätzen durch die Wahrheitsbedingungen erfasst werden sollen. Die Bedeutung eines Aussagesatzes sind dessen Wahrheitsbedingungen. Wer angeben kann, unter welchen Umständen ein Satz wahr oder falsch ist, der hat die Bedeutung dieses Satzes erfasst. Allerdings verstehen wir unter der Bedeutung, umgangssprachlich gesagt zumindest, oft mehr als nur diese Fähigkeit. Heute werden wir diese zusätzlichen Bedeutungsaspekte diskutieren. Ein Resultat, für das ich hier werben will, ist, es lohnt sich zunächst von dem engeren Bedeutungsbegriff auszugehen, weil es dann möglich ist, diese zusätzlichen Bedeutungsaspekte systematisch zu erfassen. Ich beginne damit, dass ich den Begriff der Proposition einführe und versuche, den Unterschied zu dem Begriff des Satzes herauszuarbeiten. Indem wir die Wahrheitsbedingungen als den Kern von Bedeutungen eingeführt haben, scheinen wir den Begriff der Bedeutung auf die Aussagesätze zu beschränken. Denn nur bei Aussagesätzen kann man von Wahrheit oder Falschheit sprechen. Also ein Aussagesatz wie Lola rennt, den kann man als wahr oder falsch bezeichnen. Es ist aber schwierig zu sehen, wie ein Fragesatz wie etwa rennt Lola oder wer rennt oder einen Befehlssatz wie Lola renn oder einen Exklamativsatz wie dass Lola rennt, wie man diese Sätze mit Wahrheit oder Falschheit in Verbindung bringen kann. Die Frage ist, was haben denn diese Sätze gemeinsam, als gemeinsames Element? Wenn wir jetzt mal die Konstituentenfrage, wer rennt, ausnehmen, dann ist es offensichtlich die Vorstellung des Rennens von Lola. Das ist das, was Frege den Gedanken genannt hat, den man umschreiben kann mit dem Das-Satz, dass Lola rennt. Dieser kann als wahr oder falsch beurteilt werden und in einem Aussagesatz als Urteil gewissermaßen kundgetan werden. Und dieser Gedanke liegt auch dem Fragesatz rennt Lola, dem Befehlssatz Lola renn und dem Exklamativsatz das Lola rennt zugrunde. Wir bezeichnen im Folgenden einen Gedanken im Sinne von Frege als Proposition. Es sind genau genommen die den Aussagesätzen zugrunde liegenden Propositionen, die für eine bestimmte Situation wahr oder falsch sind. Auch wenn wir in der Alltagssprache von einem zutreffenden Urteil zu sagen pflegen, es sei wahr oder falsch. In seinem Werk Begriffsschrift von 1879 schlägt Frege dann auch eine formale Darstellung vor, um zwischen einem Gedanken, also einer Proposition auf der einen Seite und der Aussage, dem Urteil, dass diese Proposition wahr ist, unterscheidet. Logische Aussagen werden in diesem System durch einen horizontalen Strich und einem Symbolzeichen, das für einen Satz steht, hier Lola rennt etwa, geschrieben. Und Urteile werden zusätzlich markiert durch diesen senkrechten Urteilstrich. Das ist dann das Urteil, dass die Proposition Lola rennt wahr ist. Wenn wir Propositionen als den semantischen Kern von Sätzen im Allgemeinen betrachten, dann können wir die Funktionsweise der verschiedenen Satztypen so paraphrasieren. Im Aussagesatz behauptet der Sprecher, dass die Proposition, dass Lola rennt, bezüglich der spezifischen Bezugssituation wahr ist. Im Satzfragesatz fragt der Sprecher, ob die Proposition bezüglich einer solchen Situation wahr ist. Im Befehlssatz befiehlt er der Angesprochenen, also Lola, die Proposition wahrzumachen. Und im Exklamativsatz drückt der Sprecher ein Erstaunen darüber aus, dass die Proposition in der Bezugssituation wahr ist. Auf diese Weise beziehen sich alle vier Sätze auf dieselbe Proposition, aber sie drücken unterschiedliche kommunikative Handlungen aus.
diese kommunikativen Handlungen, also Behauptung, Frage, Befehl, Ausruf und vielleicht noch mehr, bezeichnet man als Sprechakte. Man kann die Sätze folglich zerlegen in einen Teil, der eine Proposition aufbaut, das sogenannte Satzradikal, und einen zweiten Teil, welcher spezifiziert, wie diese Proposition verwendet wird, den sogenannten Satzmodus. Diese Unterscheidung findet man eigentlich schon bei Frege, wie wir gesehen haben. Die Unterscheidung von Satzradikal und Satzmodus wurde von Stenius getroffen. Und für die Theorie der Sprechakte ist vor allem das Werk von John Austin und von John Searle einschlägig. Wir werden uns hier vor allem mit propositionaler Bedeutung beschäftigen. Nur ganz am Ende werde ich ein bisschen auf Assertionen und Fragen eingehen. Das liegt daran, weil der Bereich der propositionalen Bedeutung eben eigentlich zur Semantik gehört und die Theorie der Sprechakte in der Regel zur Pragmatik gerechnet wird. Wir kommen nun zu einer weiteren Qualifikation des Begriffs von Bedeutung, nämlich zu Präsuppositionen. Nehmen wir an, es gibt eine Situation, in der es zwei Frauen gibt, die beide rennen, und betrachten wir den folgenden Satz: Die Frau rennt. Ist die Proposition, die diesem Satz zugrunde liegt, wahr oder falsch? Ja, das ist schwer zu sagen, denn es gibt ja zwei Frauen. Irgendwie ist diese Proposition für diese Situation gar nicht richtig anwendbar. Wir sagen, dass der Ausdruck die Frau eine Voraussetzung mitbringt, eine sogenannte Präsupposition, nämlich dass es in der Situation, auf die sich die Proposition bezieht, genau eine Frau geben muss. Man kann das aufspalten in: Es muss eine Frau geben, also mindestens eine Frau. Und zweitens, dass es nicht mehr als eine Frau gibt. Das erste ist die Existenzpräsupposition, das zweite die Einzigkeitspräsupposition. Nur dann, wenn beide Präsuppositionen erfüllt sind, können wir überhaupt daran denken, die Proposition auf eine Situation anzuwenden und sie dort auszuwerten. Präsuppositionen gehören zur Bedeutung eines Satzes, sie stellen aber einen ganz besonderen Bedeutungsaspekt dar. Sie stehen nämlich nicht im Vordergrund. Dass es genau eine Frau gibt, wird von dem Satz „Die Frau rennt“ nicht behauptet, sondern es wird eben vorausgesetzt. Man sagt auch, dass diese Information zu der sogenannten Non-at-issue-Meaning, also der Bedeutung, die nicht zur Hauptsache geht, gehört, während dass diese Frau rennt zu der at-issue-Meaning gehört, also zur Hauptsache. Man kann den Bedeutungsaspekt der Präsupposition feststellen, indem man Tests anwendet. Der bekannteste Test ist der Negationstest. Wenn Sie zum Beispiel sagen, die Frau rennt nicht, dann gibt es diesen Bedeutungsaspekt, dass es genau eine Frau gibt, nach wie vor, sogar wenn dieser Satz negiert wird. Das heißt, auch dieser negierte Satz ist nicht auf die angegebene Situation anwendbar. Er ist weder wahr noch falsch. Wenn jemand in Bezug auf dieses Bild sagt, die Frau rennt, dann kann man auch nicht einfach reagieren mit Nein oder Nein, das stimmt nicht, sondern man muss schwereres Geschütz auffahren und sowas sagen wie: Es gibt doch hier zwei Frauen, oder falls es gar keine Frau geben sollte: Es gibt hier doch gar keine Frau. Eine einfache Negation genügt nicht. Es gibt Tests, wie man Präsuppositionen identifizieren kann. Ein Test ergibt sich schon aus dem bereits Gesagten, nämlich wenn man einen Satz negiert, dann bleibt die Präsupposition erhalten. Zum Beispiel bleibt die Präsupposition von die Frau rennt, dass es genau eine Frau gibt, bei der Negation die Frau rennt nicht erhalten. Es gibt andere Tests, man kann zum Beispiel einen Satz mit vielleicht modifizieren und da bleibt die Präsupposition auch erhalten. Wenn Sie sagen, die Frau rennt vielleicht nicht, wird immer noch vorausgesetzt, dass es in der Situation, auf die Sie sich beziehen, genau eine Frau gibt. Das heißt aber nicht, dass man
mit Präsuppositionen keine neue Information kommunizieren könnte. Zum Beispiel, wenn ich im Hörsaal bin und es kommt ein Student verspätet herein und ich frage, warum sind Sie schon wieder zu spät? Und der Student sagt mir, Entschuldigung, ich musste meine Katze zum Tierarzt bringen. Dann ist das eine völlig normale Äußerung, obwohl ich nicht gewusst habe, dass der Student genau eine Katze hat. Was ich hier tue, ist, dass ich diese Hintergrundinformation, obwohl sie nicht eigens ausgedrückt wird, akkommodiere. Das ist der Fachbegriff dafür. Also ich halte sie einfach für wahr, ohne sie weiter zu hinterfragen. Wenn der Student aber jetzt sagen würde, Entschuldigung, ich musste mein Kamel zum Tierarzt bringen, dann frage ich natürlich nach, weil es schwierig ist, die Information, dass der Student genau ein Kamel hat, zu akkommodieren. Es stellt sich nun die Frage, ob Präsuppositionen ein grundsätzliches Problem für die Wahrheitsbedingungsanalyse von Sätzen darstellt. Das ist nicht so. Wir haben angenommen bis jetzt, dass eine Präposition phi für jede Situation es festlegt, ob phi in es wahr ist oder nicht. Und wir müssen das nur jetzt ergänzen. Wir sagen, dass Präpositionen manchmal auf Situationen gar nicht angewendet werden können und definieren deswegen jetzt, eine Präposition phi legt für jede Situation es, die ihre Präsupposition erfüllt, fest, ob phi bezüglich es wahr oder falsch ist. Ein bisschen zur Forschungsgeschichte. Schon Frege hat das Phänomen der Präsupposition erkannt, aber nicht so genannt. Er hat an dem Satz Kepler starb im Elend gesagt, dass hier vorausgesetzt wird, dass der Name Kepler sich auf eine Person bezieht. Bertrand Russell hat dann den Bedeutungsbeitrag von definierten Nominalphrasen näher untersucht. Sein Beispielsatz war, the present king of France is bald. Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, ein berühmter Satz in der Sprachphilosophie. Und er hat gesagt, dass solche definierten Nominalphrasen wie der gegenwärtige König von Frankreich mit einer Existenzbedingung und einer Einzigkeitsbedingung kommen. Peter Strawson hat dann 1950 auf dem Werk von Russell aufbauend den Begriff der Präsupposition eingeführt. Wenn bei diesem Satz die Existenzbedingung und die Einzigkeitsbedingung nicht erfüllt sind, dann ist dieser Satz unbestimmt. Es gibt heute auch etwas andere Verwendungen dieses Begriffs. Auf Bob Steinacker geht ein pragmatischer Präsuppositionsbegriff zurück. Präsupposition wird hier verstanden als dasjenige, was ein Sprecher mit einer Äußerung bereits an Kenntnis beim Adressaten voraussetzt. Wir haben gesehen, dass die Präsuppositionen nicht zu der Hauptinformation eines Aussagesatzes gehören. Es gibt noch andere Arten von solchen Nebeninformationen, also auch Teil von Non-and-Issue-Meanings. Und ich will hier eine solche Nebeninformation erwähnen, das ist die, die durch appositive Relativsätze ausgedrückt wird. Sehen wir uns den Satz an, Lola, die sehr schnell rennen kann, will das Geld beschaffen. Oder Lola, die übrigens sehr schnell rennen kann, will das Geld beschaffen. Der Relativsatz hier trägt nicht dazu bei, zu bestimmen, über was die Rede ist. Es ist kein restriktiver Relativsatz. Er gibt lediglich eine Art von zusätzlicher Information. Und als solche steht er nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Das ist also eine andere Art von Non-at-Issue-Meaning. Wir kommen nun zu den pragmatischen Implikaturen. Das ist eine weitere Art von Information, die nicht schon in der Proposition selbst steckt. Wir haben schon darüber gesprochen, als wir zwischen der deskriptiven Bedeutung auf der einen Seite, wir haben schon davon gesprochen, als wir zwischen der deskriptiven Bedeutung von natürlichsprachlichen Sätzen und dem kommunikativen Sinn unterschieden haben. Die pragmatischen Implikaturen beziehen sich auf den kommunikativen Sinn. Wenn wir eine sprachliche Äußerung formulieren, dann drücken wir oft wichtige Informationen indirekt aus, indem wir von den Gesprächspartnern erwarten, dass sie aus dem, was wir explizit sagen, Schlüsse ziehen können. So kann ich sagen, dass es hier brennt und den Ort mitteilen
und vom Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung erwarten, dass die Feuerwehr herbeigeholt wird. John Austin, der den Begriff des Sprechakts eingeführt hat, hat hier unterschieden zwischen dem elokutionären Akt und dem perlokutionären Akt. Der elokutionäre Akt bezieht sich auf das, was ausgedrückt wird. Ich gebe den Ort, wo es brennt, an. Und der perlokutionäre Akt ist dasjenige, was ich erwarte, was ich vom Gesprächspartner erwarte. Die kommunikative Intention eines Sprechers muss aus der deskriptiven Bedeutung und den Umständen der Äußerung erschlossen werden. Oft kann das sehr weit von der deskriptiven Bedeutung entfernt sein. Denken Sie zum Beispiel an die Ironie, wenn ich in der Mensa bin und mir schmeckt das Essen nicht und ich sage zu meinem Freund, das ist ja mal wieder ein leckeres Essen. Damit will ich offensichtlich genau das Gegenteil dessen ausdrücken, was ich explizit formuliert habe. Wir können den intendierten kommunikativen Effekt hier erschließen, weil die behauptete Aussage selbst offensichtlich falsch ist. Der Sprecher also etwas anderes gemeint haben muss. Solche Phänomene hat vor allem der britische Sprachphilosoph Paul Grice untersucht. Er hat das, was in der kommunikativen Intention zusätzlich zur deskriptiven Bedeutung entsteht, konversationelle Implikatur genannt. In dem Ironiebeispiel von vorhin geht die konversationale Implikatur, nämlich dass das Essen nicht geschmeckt hat, gegen die wörtliche Bedeutung. In anderen Fällen reichert die Implikatur aber die wörtliche Bedeutung an. Eine wichtige Art von Implikatur, die sehr oft vorkommt, ist die skalare Implikatur und die wollen wir uns etwas näher anschauen. Betrachten wir den Satz, das Eichhörnchen hat 7 Nüsse vergraben. Der ist in der dargestellten Situation sicher wahr. Aber in der Situation ist auch der Satz wahr, das Eichhörnchen hat 6 Nüsse vergraben, denn wenn es 7 vergraben hat, hat es auch 6 Nüsse vergraben. Ebenfalls ist der Satz, das Eichhörnchen hat 5 Nüsse vergraben wahr und so weiter. Warum verstehen wir aber die Aussage, das Eichhörnchen hat 6 Nüsse vergraben, in dieser Situation als nicht besonders angemessen? Das liegt daran, dass nicht die maximale Information ausgedrückt wird. Grice hat ein Prinzip, eine Maxime in der Sprachverwendung identifiziert, die Maxime der Quantität. Danach soll man seinen Gesprächsbeitrag so informativ machen, wie er für den anerkannten Zweck des Gesprächs nötig ist. Und natürlich ist es informativer zu sagen, dass das Eichhörnchen 7 Nüsse vergraben hat. Man kann sich dann fragen, naja, warum sagt man nicht gleich, das Eichhörnchen hat 8 Nüsse vergraben? Nun, wir wissen nicht, ob das Eichhörnchen 8 Nüsse vergraben hat. Und deswegen könnten wir damit eine Falschaussage machen. Grice hat hierfür die Maxime der Qualität vorgeschlagen, nach der man einen Gesprächsbeitrag liefern soll, der wahr ist, dass man nicht sagen soll, wofür es nicht hinreichende Anhaltspunkte gibt. Es gibt noch 2 weitere sogenannte Konversationsmaximen, auf die wir hier nicht eingehen. Aufgrund dieser Konversationsmaximen, vor allem der Quantität, kann ich einen Satz wie »Das Eichhörnchen hat 7 Nüsse vergraben« so verstehen, dass das Eichhörnchen nicht mehr als 7 Nüsse vergraben hat, denn sonst hätte der Sprecher das ja gesagt. Es handelt sich aber dabei um eine Implikatur, die man wieder aufheben kann. Ich kann ohne Widerspruch sagen, das Eichhörnchen hat 7 Nüsse vergraben, wenn nicht 8. Das ist nicht möglich in dem Satz, das Eichhörnchen hat genau 7 Nüsse vergraben, wenn nicht 8. Dieser Satz ist pragmatisch unangemessen. Das zeigt das Rautensymbol. Und hier sieht man, dass in diesem zweiten Satz die Information, dass das Eichhörnchen nicht 8 Nüsse vergraben hat, durch den ersten Satz bereits semantisch ausgeschlossen ist. Implikaturen reichern also die wörtliche Bedeutung an. Sie sind aber durchaus von unserer Vorstellung einer wahrheitsfunktionalen Semantik verträglich. Sie sind aber durchaus mit der Vorstellung einer wahrheitsfunktionalen Semantik verträglich. Es gibt eine weitere Klasse von Ausdrücken,
für die wir nach den bisherigen Überlegungen noch keine Bedeutungszuordnung treffen können. Das sind die deiktischen oder indexikalischen Ausdrücke. Beispiele sind Personalpronomina wie ich und du, Temporaladverbien wie heute und letztes Jahr, Lokalangaben wie hier und rechts. Betrachten wir Personalpronomina. Im Gegensatz zu Namen wie etwa Angela Merkel gibt es keine allgemeine Bedeutung von Personalpronomina wie ich oder du. Deren Bedeutung hängt vielmehr von der Sprechsituation ab, also der Situation, in der die Äußerung gemacht wird. Wenn Angela Merkel sagt, ich arbeite im Kanzleramt, dann ist das eine wahre Aussage. Wenn ich, Manfred Krifker, die Aussage mache, ich arbeite im Kanzleramt, dann ist das natürlich falsch. Wir sind auf dieses Phänomen bereits in der ersten Sitzung gestoßen. Dort haben wir zwischen der Ausdrucksbedeutung und der Äußerungsbedeutung unterschieden. Die Ausdrucksbedeutung bezieht sich auf den Ausdruck selbst, ohne die Situation zu berücksichtigen, in der der sprachliche Ausdruck geäußert wird. Und die Äußerungsbedeutung zieht diese Situation gerade mit ein. Ein indexikalischer Ausdruck wie ich oder heute hat deswegen keine Ausdrucksbedeutung, sondern nur eine Äußerungsbedeutung. Er bezieht sich auf den Sprecher oder auf den Tag der Äußerung. Indexikalische Ausdrücke wie ich und heute führen damit zu einer etwas komplexeren Bedeutungstheorie. Sie stellen aber die Wahrheitsbedingung Semantik nicht grundsätzlich in Frage. Die zusätzliche Komplexität, die da erforderlich ist, ist, dass man zunächst die Äußerungssituation feststellen muss, um die Bedeutung der indexikalischen Ausdrücke festzulegen. Wir nennen diese auch die Kontextsituation und die Situation, auf die wir dann die Proposition beziehen, die Auswertungssituation. Unser Beispiel kann man dann so verstehen, also der Satz, ich arbeite im Kanzleramt, ist unbestimmt in seiner Ausdrucksbedeutung, weil er unklar ist, worauf sich ich bezieht. Wenn wir da jetzt die Kontextsituation annehmen, dass Angela Merkel das am 20.04.2020 äußert, dann ist die Äußerungsbedeutung eben die Proposition, Angela Merkel arbeitet im April 2020 im Kanzleramt. Und die Auswertungssituation ist die wirkliche Welt und in dieser Welt ist dieser Satz wahr. Wir kommen nun zu einem weiteren Bedeutungsaspekt, zu expressiven und sozialen Bedeutungen. Betrachten wir die beiden Sätze, mein Onkel ist verstorben und mein Onkel ist abgekratzt. Die durch sie ausgedrückten Propositionen sind offensichtlich in genau denselben Situationen wahr oder falsch. Dennoch unterscheiden sie sich in ihrer Bedeutung. Im ersten Satz wird eine respektvolle Haltung dem berichteten Ereignis gegenüber ausgedrückt, in dem zweiten Satz hingegen eine abfällige, eine pejorative Haltung. Diese zwei Sätze unterscheiden sich in ihrer expressiven Bedeutung. Damit erfasst man die Einstellung des Sprechers zu den thematisierten Personen, Gegenständen oder Sachverhalten. Ein verwandtes Beispiel für eine zusätzliche Bedeutungskomponente, die sich nicht auf die Wahrheitsbedingungen des Satzes auswirkt, findet man in den folgenden Beispielen. Darf ich Sie zum Abendessen einladen, Frau Ronneberg-Weigland? Und darf ich dich zum Abendessen einladen, Elfriede? Die Verwendung des Personalpronomens Sie und des Nachnamens als Anrede deutet auf ein eher distanziertes Verhältnis zwischen Sprecher und Adressaten, die Verwendung von Du und dem Vornamen auf ein eher vertrautes. Durch die jeweilige Wahl dieser Ausdrücke wird also eine soziale Beziehung der Kommunikationspartner markiert. Die expressive und die soziale Bedeutung kann man unter dem Begriff der Konnotation zusammenfassen. Darunter versteht man Bedeutungsaspekte, die von Sprechern allgemein diesen Ausdrücken zugeschrieben werden, die jedoch die Wahrheitsbedingungen selbst unberührt lassen. Zum Beispiel kann man aufgrund der Konnotation
unterscheiden zwischen Hund versus Köter, Sekretärin versus Tipse, Pole versus Polacke. Das sind expressive Konnotationen. Also die zweitgenannten Begriffe haben bestimmte Bedeutungen, die mit der Sprechereinstellung zu tun haben. Und soziale Konnotationen wie Guten Tag versus Hi, Vorgesetzter versus Boss, Kugelschreiber versus Kuli. Diese Art von Konnotationen beziehen sich auf die sozialen Verhältnisse zwischen Sprecher und Adressat. Die unterschiedlichen sprachlichen Formen, die den jeweils verschiedenen Situationen angemessen sind, nennt man auch Register, Registerunterschiede. Wir können grob von formellen und informellen Registern sprechen. Expressive und soziale Konnotationen sind oft nicht scharf zu trennen, da Ausdrücke mit bestimmten expressiven Konnotationen oft in bestimmten Registern vorkommen. Wir können mit Sebastian Löbner noch einmal zusammenfassen, wie sich deskriptive Bedeutung und diese Konnotationen unterscheiden. Die deskriptive Bedeutung hat die Funktion, Entitäten und Situationen zu beschreiben und hat das Ziel, in dieser Beschreibung mit den Fakten übereinzustimmen. Aspekte der sozialen Bedeutung haben die Funktion der Anzeige sozialer Beziehungen und Vollzug von sozialen Interaktionen. Und das Ziel ist hier eine Übereinstimmung mit den Regeln des sozialen Lebens und das schließt auch die Verwendung von situationsangemessenen Registerformen mit ein. Die expressive Bedeutung, Ausdrücke mit expressiver Bedeutung haben die Funktion, persönliche Gefühle, Empfindungen, Bewertungen und Einstellungen auszudrücken. Und das Ziel ist, dass diese Bewertungen mit den Gefühlen, Empfindungen und so weiter des Sprechers übereinstimmen. Diese expressiven und sozialen Bedeutungen gehören sicherlich nicht zum Kern von Äußerung, zu dem, was zur Debatte steht. Das sieht man daran, dass sie auch bei der Verneinung erhalten bleiben. Wenn Sprecher A sagt, darf ich Sie zum Abendessen einladen, Frau Ronneberg-Weigand? Und Frau Ronneberg-Weigand sagt, auf gar keinen Fall, dann protestiert Frau Ronneberg-Weigand sicherlich nicht dagegen, dass Sprecher A durch seine Anrede eine gewisse soziale Distanz zum Ausdruck bringt. Also Konnotationen stellen neben Präsuppositionen und Nebeninformationen eine dritte Komponente von Non-at-Issue-Meaning dar. Das sagt aber nicht, dass Informationen über Einstellungen des Sprechers prinzipiell von der Wahrheitsbedingungssemantik ausgeschlossen wären. Wenn zum Beispiel Elfriede zu Egon sagt, es tut mir leid, dass ich dich nicht zu meinem Geburtstag eingeladen habe, dann stellt die Empfindung der Sprecherin ja gerade die Hauptmitteilung und somit die At-Issue-Meaning dar. Die Proposition, die hier ausgedrückt wird, ist genau dann wahr, wenn die Sprecherin eine Situation, in der sie den Adressaten zum Geburtstag eingeladen hat, der tatsächlichen Situation vorzieht, in der sie ihn nicht dazu eingeladen hat. Wir kommen zu einer letzten Sache, in der die Bedeutung eines Satzes über die wahrheitsfunktionalen Aspekte hinausgeht. Das sind Unterschiede in der Informationsstruktur von Sätzen. Betrachten wir hierzu das folgende Beispiel. Maria hat Peter ein Buch verkauft und Peter hat Maria ein Buch abgekauft. Die beiden Sätze haben dieselben Wahrheitsbedingungen. In jeder Situation, in der der erste Satz wahr ist, ist auch der zweite Satz wahr und umgekehrt. Haben sie aber dieselbe Bedeutung? Naja, in einem intuitiven Sinn vielleicht nicht. Derselbe Sachverhalt wird hier dargestellt, aber aus unterschiedlicher Perspektive. Im ersten Fall sagen wir etwas über Maria und im zweiten etwas über Peter. Die scheint für die Bedeutung informell gesehen von Sätzen eine gewisse Rolle zu spielen. Wir nennen das Thema eines Satzes, also Maria im ersten und Peter im zweiten Fall, das Topic und die Prädikation, die ausgedrückt wird, den Kommentar. Betrachten wir nun auch das folgende Beispiel. Maria hat Peter das Auto verkauft und Maria hat Peter das Auto verkauft. Wieder haben diese beiden Sätze dieselben Wahrheitsbedingungen. Dabei scheint der Betonungsunterschied ihre Bedeutung auf subtile Weise zu verändern. Der erste Satz kann beispielsweise als Antwort auf die Frage, wem hat Maria das Auto verkauft, dienen.
und der zweite nicht. Den Mechanismus, der eine derartige Hervorhebung einzelner Satzteile erlaubt, nennt man Fokus. Topik- und Fokusvarianten zeigen Unterschiede in der Art und Weise auf, in der dieselbe Wahrheitsbedingung präsentiert werden. Wir sprechen von Unterschieden in der Informationsstruktur. Die Informationsstruktur lässt sich neben den Wahrheitsbedingungen eines Satzes als zusätzliche Bedeutungsdimension formal erfassen. Wir gehen ja bei unserem Bedeutungsbegriff von der Satzbedeutung aus. Sätze drücken Propositionen aus und Propositionen sind wahr oder falsch zu bestimmten Situationen. Da stellt sich die Frage, ob wir daraus auch einen Begriff für die Bedeutung von Wörtern entwickeln können. Das ist tatsächlich der Fall. Von der Satzbedeutung ausgehend kann man auf Wortbedeutungen schließen, wenn die Wörter zur Satzbedeutung beitragen. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Prinzip, das sogenannte Kompositionalitätsprinzip. Wir können das beschreiben als: Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ergibt sich aus der Bedeutung seiner unmittelbaren syntaktischen Teilausdrücke und der Art und Weise ihrer syntaktischen Verknüpfung. Um also die Bedeutung eines Satzes zu erfassen, braucht man die Bedeutung der Wörter und muss sie in einer bestimmten Art und Weise verknüpfen, die einen bekannten Einfluss auf die Bedeutung hat. Nehmen wir als Beispiel den folgenden Satz unter der angegebenen syntaktischen Struktur: Der Junge biss in den sauren Apfel. Das Kompositionalitätsprinzip sagt hier, dass die Bedeutung des ganzen Satzes sich ergibt aus der Bedeutung von der Junge und der Bedeutung von biss in den sauren Apfel, weil das die zwei unmittelbaren Teilkonstituenten des Satzes sind. Die Bedeutung von der Junge ergibt sich wiederum aus der Bedeutung von der und Junge. Die Bedeutung von bis in den sauren Apfel ergibt sich aus der Bedeutung von bis und der Bedeutung in den sauren Apfel. Die Bedeutung von in den sauren Apfel ergibt sich aus der Bedeutung von in und der Bedeutung von den sauren Apfel. Die Bedeutung von den sauren Apfel ergibt sich aus der Bedeutung von den und der Bedeutung von sauren Apfel. Und die Bedeutung von sauren Apfel ergibt sich wiederum aus der Bedeutung von sauren und von Apfel. Das Kompositionalitätsprinzip erscheint als plausible Annahme, da es erklärt, weshalb natürliche Sprachen erlernbar sind. Was heißt das? Natürliche Sprachen zeichnen sich dadurch aus, dass es in ihnen eine sehr große Anzahl von Sätzen gibt. Diese Anzahl ist genau genommen nicht nur sehr groß, sie ist sogar unendlich, zumindest potenziell. Das liegt daran, dass es keinen längsten Satz gibt. Es sind immer Möglichkeiten denkbar, einen bereits sehr langen Satz noch weiter zu verlängern. Wohlgemerkt heißt das nicht, dass es unendlich lange Sätze gibt. Jeder grammatisch wohlgeformte Satz hat eine endliche Länge. Es gibt aber keine maximale Länge von Sätzen allgemein. Wenn behauptet wird, dass der längste Satz des Deutschen 1077 Wörter hat, dann stimmt das natürlich nicht. Die Aussage gilt höchstens für den längsten Satz, der in der deutschen Literatur vorgekommen ist. Er wird Hermann Broch zugeschrieben und soll in seinem Roman Tod des Vergil vorkommen, ich habe es aber nicht nachgezählt. Wer will, kann auch diesen Satz leicht verlängern. Es versteht sich natürlich, dass Konstruktionen dieser Art für eine sinnvolle Kommunikation praktisch an ein Ende gelangen müssen. Man lebt ja nicht unendlich. Und dass ihre Verarbeitung ab einer gewissen Länge unsere Aufmerksamkeitskapazität übersteigt. Aber die menschliche Sprache als formales System stellt die syntaktischen und auch die semantischen Mittel zur Verfügung, um beliebig lange Sätze zu bilden und auch zu interpretieren. Die Eigenschaft, die dafür ausschlaggebend ist, ist die Rekursivität der Sprache. Ein Satz kann in einem Satz vorkommen, eine DP kann in einer DP vorkommen und so weiter. Und so kann es eben zu diesen beliebig langen Sätzen oder wohlgeformten Ausdrücken kommen. Wenn nun aber die Anzahl der möglichen Sätze einer natürlichen Sprache unschätzbar oder unendlich groß ist, ist es nicht möglich, dass wir sie uns alle aneignen und ihre Bedeutungen auswendig lernen und dieses Wissen bei Bedarf abrufen. Vielmehr lernen wir offensichtlich
drei Dinge. Erstens die Bedeutung der einfachen Wörter, das sogenannte Lexikon einer Sprache, jetzt nicht als Buch gemeint, sondern als der Wortschatz, den wir im Spracherwerb uns aneignen. Zweitens die Regeln, nach denen diese Wörter zu komplexen Ausdrücken, endlich zu Sätzen verknüpft werden, also die Syntax einer Sprache. Und drittens schließlich, wie die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks aus der Bedeutung der Teilausdrücke und der Art und Weise ihrer syntaktischen Verknüpfung abgeleitet werden kann. Das sind die semantischen Regeln einer Sprache. Unter dieser Annahme wird das Problem des Erlernens eines Systems, das potenziell unendlich viele Sätze erzeugen kann, lösbar. Wir müssen das Lexikon einer Sprache erlernen, immerhin einige 10.000, vielleicht 100.000 Ausdrücke, aber auch nicht mehr. Wir müssen die syntaktischen Regeln einer Sprache erlernen, vielleicht einige Dutzend oder 100 Regeln. Und wir müssen erlernen, welche semantischen Auswirkungen die Anwendung dieser Regeln auf die Bedeutung der jeweils verknüpften lexikalischen Einheiten oder Konstituenten unserer Sprache hat. Diese Aufgaben sind noch immer sehr komplex, aber in endlicher Zeit zu bewältigen, da es sich dabei um endliche Aufgaben handelt. Wilhelm von Humboldt hat einmal gesagt, dass die Sprache von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch macht, und wie sie das macht, wird auf die Weise, die ich eben beschrieben habe, erklärbar. Sie können nun raten, auf wen das Kompositionalitätsprinzip zurückgeführt wird. Und ja, Sie haben recht, auch das geht auf Frege zurück, obwohl man es nicht sehr genau bei ihm findet, aber immerhin hat er in seinem letzten Werk Gedankengefüge geschrieben. Erstaunlich ist es, was die Sprache leistet, indem sie mit wenigen Silben unübersehbar viele Gedanken ausdrückt, dass sie sogar für einen Gedanken, den nun zum ersten Mal ein Erdenbürger gefasst hat, eine Einkleidung findet, in der ihn ein anderer erkennen kann, dem er ganz neu ist. Dies wäre nicht möglich, wenn wir in dem Gedanken nicht Teile unterscheiden können, denen Satzteile entsprechen, sodass der Aufbau des Satzes als Bild gelten könnte des Aufbaus des Gedankens. Sieht man so die Gedanken an, als zusammengesetzt aus einzelnen Teilen, und lässt man diesen wieder einfache Satzteile entsprechen, so wird es begreiflich, dass aus wenigen Satzteilen eine große Mannigfaltigkeit von Sätzen gebildet werden kann, denen wieder eine große Mannigfaltigkeit von Gedanken entspricht. Hier liegt es nun nahe zu fragen, wie der Aufbau des Gedankens geschieht und wodurch dabei die Teile zusammengefügt werden, sodass das Ganze etwas mehr wird als die vereinzelten Teile. So, wir sind jetzt an das Ende des zweiten Teils gekommen. Wir haben uns ausgehend von dem Begriff von wahrheitsfunktionaler Bedeutung angesehen, welche Arten von Bedeutung es denn in der natürlichen Sprache so alles gibt. Wir haben gesehen, dass man zwar da sehr viel findet, aber dass man doch durchaus hoffnungsfroh sein kann, dass man mit diesem Grundbegriff von Wahrheitsfunktionalität sehr weit kommen kann. Das wäre natürlich erst die zukünftigen Sitzungen zeigen. Bevor wir uns aber an die Sprache machen, müssen wir uns in den zwei folgenden Sitzungen mit dem Handwerkszeug beschäftigen, also mit dem Handwerkszeug aus der Logik und aus der Mengentheorie und Schreibweisen für Funktionen erarbeiten und so weiter. Also die nächsten beiden Sitzungen werden sich vor allem diesem Handwerkszeug widmen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Sitzung.